Hi Freunde! Als nächstes wollen wir ein kleines Gesellschaftsspiel nachprogrammieren. Zwar immer noch textbasiert, aber von den Regeln her wird es jetzt ein wenig komplizierter. Wir werden immer noch mit den gleichen Grundbausteinen arbeiten wie vorher, also Bedingungen, Schleifen und Funktionen, aber jetzt ist mehr zu tun. Das Spiel, was wir nachprogrammieren werden, heißt Reversi und ich zeige euch einmal online kurz, wie das Spiel funktioniert, falls ihr es noch nicht kennt. Es ist ein Brettspiel für zwei Spieler. Wir haben ein Spielfeld von 8x8 Feldern. Jeder Spieler hat eine Farbe und der Grundaufbau des Spiels sieht so aus, dass in der Mitte des Spielfelds vier Steine aufgebaut sind, so über Kreuz, jeweils ein Stein von einem Spieler. Jetzt ist der erste Spieler am Zug und er darf einen Stein auf dem Brett platzieren. Und wenn er ihn platziert, wird jeder gegnerische Stein zwischen dem platzierten und den schon bestehenden Steinen des Spielers umgedreht und damit zu einem Stein des Spielers konvertiert, der am Zug ist. Also ich zeige das einmal. Ich platziere hier einen Stein. Diesen Stein des Gegners durfte ich dadurch umdrehen. Und jetzt ist hier der Computer am Zug und hat hier einen Stein platziert. Und dadurch war mein Stein wieder zwischen dem platzierten und seinem Stein. Und er durfte den Stein wieder umdrehen. Und so geht das Schritt für Schritt. Ich platziere hier einen Stein und darf den umdrehen. Er platziert da einen Stein und darf den umdrehen. Und das geht auch mit mehreren Steinen in einer Reihe. Also ich kann hier einen Stein platzieren, darf die beiden umdrehen und so weiter. Genau, das funktioniert diagonal und quer. Und ich kann auch in mehrere Richtungen gleichzeitig umdrehen, wenn ich das mal irgendwie hinkriege. Also sobald ich hier platziere, darf ich die beiden umdrehen und so weiter und so fort. Das Spiel endet, wenn einer der beiden Spieler, nein, andersrum, das Spiel endet, wenn das gesamte Brett voll ist oder keiner der Spieler mehr einen Stein setzen darf. Man darf nämlich nur Steine setzen, bei denen man dann auch mindestens einen gegnerischen Stein umdrehen darf. So viel zu den Regeln. Wir werden hier keine Computerstrategie implementieren in unserem kleinen Beispiel, sondern wir werden das Spiel interaktiv für zwei Spieler implementieren. Also nur die Regeln, keine Strategie. Und wie gesagt, wir werden das nicht so hübsch machen wie hier im Browser, sondern wir werden noch mit Textausgabe arbeiten. Aber die Schwierigkeit des Spiels an sich ist schon deutlich höher als bei unseren letzten Programmierbeispielen. Okay, ich schließe das mal hier. Wir gehen in die IDE und wir legen eine neue Kotlin-Datei an, die heißt Reversi. Wie beim letzten Mal werde ich mal versuchen, grob aufzuschreiben, was wir implementieren müssen. Also Spielfeld 8x8, zwei Spieler, zwei Farben, Startaufbau, je zwei Steine jedes Spielers in der Spielfeldmitte über Kreuz, immer ein Spieler ist am Zug, darf einen Stein platzieren. Alle gegnerischen Steine zwischen dem platzierten Stein und bereits liegenden eigenen Steinen werden umgedreht. Und dann ist der nächste Spieler an der Reihe. Spiel endet, wenn kein legaler Zug mehr möglich. Spieler mit den meisten Steinen am Spielende hat gewonnen. Das ist kurz umrissen, wie das ganze Spiel funktioniert. Ich denke, ich werde wieder Details vergessen haben, aber das fällt uns unterwegs ein.
Und beginnen müssen wir natürlich wie immer mit einer Main-Function. Und jetzt müssen wir uns bei so einer komplexen Aufgabenstellung überlegen, wie wir anfangen können. Also was ist das kleinstmögliche Feature, das wir irgendwie zum Laufen bringen können? Und wenn wir so ein bisschen drüber nachdenken, wir können zum Beispiel nicht damit anfangen, dass man einen Stein platzieren kann, solange es noch gar kein Spielfeld gibt. Und wir können auch nicht mit dem Umdrehen der Steine beginnen, solange wir nicht wissen, welcher Spieler am Zug ist und so weiter. Also diese Features, aus denen das Spiel besteht, sind alle voneinander abhängig und wir suchen jetzt nach dem möglichst kleinen Feature, das selber von nichts anderem abhängig ist. Und das würde ich sagen, ist die Ausgabe des Spielfelds. Wir versuchen also erstmal ein 8x8 Spielfeld mit leeren Feldern auszugeben. Und dazu müssen wir entscheiden, wie wir ein leeres Feld repräsentieren wollen. Denn wenn wir ein Leerzeichen nehmen, dann sieht man auf der Textausgabe einfach gar nichts. Also würde ich sagen, für das leere Feld benutzen wir den Punkt, um ein leeres Feld zu repräsentieren. Und dann brauchen wir unser Spielfeld, Board. Und das ist ein Quadrat, also ist es eine Liste von Strings, zumindest ist eine Reihe, eine Zeile auf dem Spielfeld eine Liste von Strings. Und ich wollte nicht die Punkte benutzen, sondern ich wollte unsere schon definierte Variable empty benutzen, damit das überall gleich ist. Und falls wir uns entscheiden, von dem Punkt zu irgendwas anderem zu wechseln, will ich es nur an einer Stelle ändern und nicht immer wieder. Das sind jetzt 7. Okay, das sind 8. Also das ist erstmal eine Reihe. Das ist noch nicht das ganze Board, aber wir drucken es schon mal. Printline Board. So. Run. Okay. Sieht noch nicht gut aus, aber es ist schon mal unsere Zeile von 8. Und davon wollen wir jetzt mehr haben. Das Problem ist, wenn ich für die zweite Zeile einfach nochmal 8 dranhänge, dann landet das alles in einer Zeile. Wir müssen also stattdessen jede Zeile zu einer eigenen Liste machen. Also wir haben dann eine Liste von Listen. Das sieht dann so aus. List of und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir haben also unser Spielfeld ist eine Liste von 8 Listen und jede dieser inneren Listen hat 8 Felder. Okay. Ja, wir sehen, das Spielfeld existiert, aber das Printline hilft uns noch nicht so richtig, das gut auszugeben. Also müssen wir eine eigene Print-Logik schreiben. Und zwar machen wir das mit zwei Schleifen. Also board.forEach. Und dann haben wir it ist in dem Fall die jeweilige Reihe. Also für jede dieser inneren Listen müssen wir wieder ein for each benutzen. Und da haben wir dann print it ohne line. Also wir wollen nur das jeweilige Feld drucken ohne Zeilenumbruch. Und am Ende jeder Zeile wollen wir dann einen Zeilenumbruch drucken. Mal schauen. Okay, das sieht so aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir haben 8 leere Felder. Wir
Bisschen eng zusammen ist das noch. Ich würde mal vorschlagen, wir machen daraus Leerzeichen, dann it und noch ein Leerzeichen. Mal sehen, wie das aussieht. Ja, besser. Schön quadratisch. Okay. Its hier sind ein bisschen verwirrend, weil das hier ist das It von einem äußeren for each und das hier ist das It von dem inneren for each. It ist immer der Standardname von dem Element, über das wir die Schleife machen, aber wir können den Namen auch selber festlegen. Also ich würde sagen, wir nennen das hier Line und dann sagen wir Line.forEach. Das ist ein bisschen ähnlich wie eine Variablendeklaration, dass wir hier den Namen vergeben und den dann hier benutzen. Und hier unten nennen wir das dann Feld und Print Field. So. Okay, nur um zu beweisen, dass ich nichts verändert habe. Da ist unser Board. Jetzt können wir diesen Teil, den werden wir ja häufiger brauchen, schon direkt in eine eigene Funktion auslagern. Nennen wir sie von Printboard und hier wird eine als Argument eine Liste von String übergeben. Schieben wir das Board, die Printboard-Logik da rein, die wir gerade geschrieben haben, und hier schreiben wir jetzt Printboard und übergeben das Board. Okay, nochmal ausführen. Hat sich wieder nichts geändert. Da ist unser Board noch. Okay, also Spielfeld 8x8 haben wir. Jetzt haben wir den Grundaufbau. Zwei Steine jedes Spielers in der Spielfeldmitte über Kreuz. Also müssen wir irgendwie festlegen, wie Spieler 1 und Spieler 2 repräsentiert werden. Well, Player 1 und nehmen wir mal ein X und well, Player 2 nehmen wir ein O. Hauptsache zwei Buchstaben, die irgendwie sehr unterschiedlich aussehen. Und jetzt wollen wir in der vierten und fünften Zeile jeweils das vierte und fünfte Element austauschen gegen Spielersteine. Also nicht mehr empty, sondern dieser Startaufbau. Und wenn wir das ausführen, sehen wir schon den Grundaufbau. Cool. Wir können auch noch mal uns nach passenden Unicode-Zeichen umsehen, um das ein bisschen hübscher zu machen. Unicode Character kriegen wir eine Liste von Unicode-Zeichentabelle. Das sind die Buchstaben, die interessieren uns nicht so sehr. Wo sind denn die Emojis? Ah. Unicode Emoji. Das sieht doch gut aus. Haben wir hier irgendwas dabei, was ein bisschen wie Spielsteine aussieht? Das sind alles Gesichter. Ich suche mal nach Circle. Ich glaube, es gibt irgendwas, das für uns passt.
Sport, Musikinstrumente. Aha, Werkzeuge. Hier ist doch bestimmt irgendwas dabei. Ne, Pfeile brauchen wir nicht. Hollow Red Circle. Oh, wieso ist denn jetzt weggesprungen? Circled M. Die Seite wird langsam beim ganzen Laden zu lang. Ah, das sieht doch gut aus. Red Circle und farbige Circle und Squares. Nehmen wir doch den Red Circle als Player One und dann den Blue Square Zeichen als Player 2. Wie sieht das aus? Okay, auf der Kommandozeile hier in IntelliJ, zumindest unter Windows, sehe ich leider keine Farben, aber wenn wir das Programm auf einem anderen Terminal ausführen, dann würden wir hier also jetzt Farben sehen. Aber was mir ein bisschen missfällt, ist, dass die Zeichen offenbar breiter sind als die Punkte. Das ist unschön. Das war, glaube ich, bei unseren Xen und Kreisen nicht so. Vielleicht mache ich das hier nochmal rückgängig. Ihr könnt ja als Symbole benutzen, was ihr wollt. Mir ist wichtig, dass die alle gleich breit sind, damit sich das Spielfeld nicht verschiebt. Okay, bleiben wir dabei. Schön, jetzt haben wir den Startaufbau. Das ist gut. Und wir haben zwei Spieler, zwei Farben. Auch gut. Und immer ein Spieler ist am Zug und darf einen Stein platzieren. Okay, also wir brauchen die Information darüber, welcher Spieler am Zug ist. Also Val, Player's Turn. Und wir fangen mit 1 an. Und wann immer wir das Board ausdrucken, können wir dann auch sagen, welcher Spieler am Zug ist. Also übergeben wir Player's Turn hier mit an die Funktion. Player's Turn int. Das ist entweder 1 oder 2. Und dann können wir nach dem Drucken von dem Board noch sagen, Player Dollar Player's Turn. Wie sagt man auf Englisch? It's Player Turn. Wie sieht das aus? It's Player One's Turn. Ja, so wollen wir das. Cool. Dann kommen wir zu dem Teil, dass er einen Stein platzieren muss. Da würde ich sagen, schreiben wir hier eine eigene Funktion. Nennen wir sie Players Move. Nicht Mode, sondern Move. Fun Players Move. Und da müssen wir natürlich ein Printline schreiben, um ihn zu aufzufordern, einen Zug einzugeben. Please enter a field to place your next token.
ich mache das mal ohne Line. Also es können wir, kann in derselben Zeile hier unten noch seinen Zug eingeben. Und jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir die noch gar nicht sichtbar nummeriert haben. Also sollten wir unsere Print-Methode noch so anpassen, dass der Nutzer hier eine Nummerierung von dem Board sieht. Lasst uns die Spalten mit A bis H nummerieren und dann die Zeilen mit 1 bis 8. Das heißt, wir müssen, bevor wir das Board drucken, noch eine Zeile mit A, B, C, D, E, F, G, H drucken. Da haben wir es. Und jetzt müssen wir vor jede Zeile noch 1 bis 8 drucken. Also hier Print 1. Machen wir mal so. Jetzt kommen natürlich überall nur Einsen raus. Das müssen wir gleich beheben. Und wir müssen vor das A noch ein weiteres Leerzeichen setzen, dass das auch wieder richtig ausgerichtet ist. Okay, wie kriegen wir jetzt die 1 hier hochgezählt? Wir erschaffen uns eine Variable Line Number und die beginnt mit 1. Und dann schreiben wir Line Number plus plus. Plus plus bedeutet also erhöhe um 1. Und wenn ich mich nicht irre, wird das erst die 1 drucken und danach um jeweils 1 hochzählen. Ja. Hätten wir jetzt nicht diese For-Each-Schleife benutzt, sondern die normale For-Schleife mit einem I als Schleifenzähler, dann könnten wir natürlich auch dieses I benutzen, aber haben wir jetzt nicht gemacht. Cool. Jetzt fällt mir gerade auf, dieses It's Players Turn kann eigentlich anstatt in die Print-Board-Methode in die Players-Move-Methode, weil das fordert ja, ist Teil der Aufforderung zur Eingabe eines Zuges. Und dann brauchen wir auch Players Turn nicht hier in Printboard, sondern wir brauchen es in Players Move. Da brauchen wir es sowieso. Deswegen ist das vielleicht cleverer. So, unsere Printboard-Methode druckt jetzt schön unser Board. Wir können auch noch einen extra Printline an den Anfang stellen, damit wir immer so einen kleinen Abstand haben, wenn wir das Board für jede Runde neu ausdrucken. Genau, cool. Und dann brauchen wir die erstmal nicht mehr. Ich klappe die mal zu, damit wir mehr Platz haben. Ich klappe auch dieses Startboard mal zu. Dann sehen wir mehr. Please enter a field to place your next token. Das heißt, der Nutzer muss jetzt Next Token eingeben, welchen Stein er als nächstes setzen will. Führen wir das mal aus. Please enter a field to place your next token. Und ich sage mal, F4. Und jetzt beendet sich das Programm natürlich, weil wir noch nicht weiter implementiert haben. Aber jetzt müssen wir im Programm versuchen herauszufinden, welches Feld auf dem Board tatsächlich mit F4 gemeint ist. Also für den Spieler ist es jetzt offensichtlich, F4 ist das hier. Aber andersrum, um in dieser Liste
in unserem Board das richtige Feld jetzt zu ändern, müssen wir aus diesem String, den der Nutzer eingibt, herausfinden, welche beiden Koordinaten das sind. Und die Zeile wird immer als zweites eingegeben. Also finden wir die Zeile, indem wir von dem NextToken-String sagen Character add. Jetzt beschwert er sich wieder, ich denke, weil das hier ein Nullable String ist. Also readline könnte theoretisch auch gar nichts zurückliefern, deswegen behandeln wir den Fall später noch. Also wir kümmern uns später darum, dass der Nutzer wirklich was Richtiges eingeben muss. Aber erstmal, damit der Compiler zufrieden ist, sagen wir ihm, falls hier gar nichts zurückkommt, nimm den leeren String. Und habe ich mich jetzt immer noch geirrt mit Character Add? Ah, das ist tatsächlich sogar einfacher. Wir können mit eckigen Klammern auf ein Zeichen an einem bestimmten Index zugreifen. Und wir wollen den zweiten Buchstaben hier haben. Und da man auch hier bei 0 anfängt zu zählen, also das F ist der nullte Buchstabe, die 4 ist der Buchstabe mit dem Index 1, können wir also so uns die 4 holen. Und to int. Jetzt müsste line ein Integer sein. Und für die Spalte haben wir dementsprechend den ersten Buchstaben, NextToken in eckigen Klammern 0. Aber da kriegen wir jetzt einen Buchstaben und wir müssen herausfinden, dass zum Beispiel, wenn es das A ist, wir das in eine 1 umwandeln, wenn es das B ist, in ein 2 umwandeln und so weiter und so fort. Das könnten wir mit ganz vielen Ifs machen, also 8 If-Elses hintereinander. Da gibt es aber noch eine kürzere Variante, die heißt When. Also wir sagen When Next Token und dann können wir hier eine Liste von Fällen aufschreiben. Und der erste Fall ist also das A. Und das A wird auf die 1 abgebildet, B auf die 2, C, großes C, auf die 3, D auf die 4, E auf die 5, F auf die 6, G auf die 7 und H auf die 8. Jetzt sagt der Compiler, when must be exhaustive, add necessary else branch. Also wir müssen ihm sagen, was else ist, wenn gar nichts davon eintritt. Und dann nehmen wir einfach einen ungültigen Index, also nehmen wir minus 1. Jetzt habe ich gerade vergessen, dass die Listen ja in Wirklichkeit bei 0 anfangen zu zählen. Das heißt, das, was hier 1 ist, ist die 0. Reihe. Das, was 8 ist, ist die 7. Reihe. Also müssen wir bei Line noch minus 1 schreiben. Und bei unserer Column muss das in Wirklichkeit alles um 1 verringert werden. Kleiner Denkfehler meinerseits. Okay. Ich habe hier übrigens Single Quotes benutzt, einfache Anführungszeichen, weil wir jetzt mit einzelnen Characters arbeiten, mit einzelnen Zeichen und nicht mit Zeichenketten. Also Double Quotes, doppelte Anführungszeichen sind für Zeichenketten und Single Quotes sind für
einzelne Zeichen. Und jetzt sollten wir zwischendurch immer mal testen, dass das funktioniert, was wir hier fabrizieren. Das heißt, ich gebe erstmal Printline aus. Next Token is Line. Line. Column. Column. Und so können wir sehen, ob das funktioniert, bevor wir weitermachen und tatsächlich den Stein platzieren. Also, please enter a field to place your next token. A1. Next token is line 48, column 0. Das stimmt nicht ganz. Warum bekommen wir hier die 48 für A2int? Nein, andersrum. Für das A bekommen wir die 0. Aber für das 1 hier bekommen wir die 48. Das liegt daran, dass die toInt-Funktion auf einem einzelnen Zeichen in die ASCII-Tabelle guckt. Und hier nachschaut, was denn der ASCII-Code für das A ist. Hätte ich gedacht, aber scheint auch nicht so zu sein. 48 ist H. Warum bekommen wir 48? Next Token ist Line. Line ist hier. Next Token to Int. Okay. So oder so müssen wir den Buchstaben erstmal in einen String umwandeln und danach in einen Integer. Weil nur auf einem String die toInt-Funktion tatsächlich den Zahlenwert des Strings benutzt. Probieren wir es nochmal. A1. Next Token ist Line 0, Column 0. Das ist das, was wir haben wollten. Also A1 soll das allererste Feld sein, also das mit dem Index 0,0. Die 48 verstehe ich immer noch nicht ganz, aber es muss irgendwas hier mit der ASCII-Tabelle zu tun haben. Gut, noch ein zweiter Test. Mal gucken, was er bei F8 sagt. F8, Line 7, Column 5. Achso, ja, F ist die 5. Das passt. Gut, dann müssen wir den Stein tatsächlich platzieren. Wir brauchen jetzt also Zugriff auf das Board hier. Und anstatt diese ganzen Parameter hier alle einzeln an die Funktion zu übergeben, mache ich Folgendes. Player's Turn kommt mal hier nach unten. Oder? Ja, schicken wir es mal nach unten. Ich ziehe diese Deklarationen hier raus aus der Main-Funktion. Ich schreibe sie drüber. Damit mache ich sie zu globalen Variablen. Also bisher existierte Board nur innerhalb dieser geschweiften Klammern. Jetzt existiert es global. Jetzt kann man von überall aus darauf zugreifen. Und damit können wir jetzt hier in der PlayersMove-Methode das Board verändern. Ich mache das Board noch zu einem var, damit wir es tatsächlich ersetzen können. Und schreibe Board gleich. Oder nein, ich glaube, das wird zu kompliziert, was ich jetzt gerade im Kopf hatte. Ich mache es nochmal anders. Das Board selber bleibt val, also wir haben immer dieselbe Liste, aber wir machen die ganzen Listen mutable. Das ist, glaube ich, einfacher. Also wir behalten unser Board, statt jedes Mal ein neues zu erstellen. Und wir verändern tatsächlich den Wert an der bestimmten Position.
Also hier wollen wir an der bestimmten Zeile, Line, und an der bestimmten Spalte den Spielerstein setzen, nämlich Player One. Also mit der Schreibweise hole ich mir aus dem Board erstmal die Liste an dem Index. Also beispielsweise mit der 2 hole ich mir 0, 1, 2 diese Liste hier raus aus dem Board. Und dann mit der zweiten eckigen Klammer, sagen wir hier steht eine 5 drin, hole ich mir dann aus dieser inneren Liste 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dieses Element. Und das ersetzen wir durch Player One, durch dieses X. Okay. Please enter a field to place your next token. Wir wollen auf F4. Ja, jetzt sehen wir natürlich nicht, wie das Board anschließend aussieht, denn nach dem Players Move wollen wir das Board nochmal printen, sonst bringt das ja gar nichts. Nochmal. Wir wollen immer noch auf F4 und da druckt er unser Board mit dem neu gesetzten Stein. Cool. Das funktioniert also. Jetzt haben wir den Teil, dass der Spieler, der am Zug ist, seinen Stein platzieren darf. Ich würde sagen, wir kümmern uns noch nicht um das Umdrehen, sondern erstmal darum, dass nach dem Zug des einen Spielers der andere Spieler am Zug ist. Also momentan endet das Spiel ja nach dem ersten Zug. Und ich denke, das Leichteste ist jetzt dafür zu sorgen, dass der nächste Spieler am Zug ist. Das machen wir folgendermaßen. Print Board und Players Move muss offenbar in eine Schleife. Und ich weiß jetzt noch nicht, wann die Schleife enden soll. Deswegen schreibe ich hier einfach erstmal while true rein. Das ist jetzt also eine Endlosschleife. Das Programm wird jetzt für immer laufen. Aber wir haben ja noch den roten Stopp-Button hier, um es abzubrechen. Wir setzen wieder auf F4. Dann kommt das Board, weil er in der Schleife das Board wieder druckt. Und dann sehen wir jetzt, es ist immer noch Player One's Turn. Und wir werden wieder gefragt, ob wir den nächsten Token setzen wollen, E3. Und es wird tatsächlich auch immer noch der Spielstein von Spieler 1 gesetzt. Also jetzt haben wir gerade ein Spiel, bei dem immer nur Spieler 1 dran ist. Das ist natürlich nicht gut. Was wir also machen müssen, ist zu sagen, Players Turn ist gleich. Und jetzt wollen wir die Variable hier verändern. Players Turn plus 1. Also wenn Spieler 0 dran war, soll danach Spieler 1 dran sein. Oder andersrum, wenn Spieler 1 dran war, soll danach Spieler 2 dran sein. Und wir können das hier nicht überschreiben, weil das ja der Eingabewert an die Funktion ist. Aber wir können diesen neuen Wert zurückgeben. Players Move. Indem wir hier sagen, die Funktion gibt ein Integer zurück. Und dann machen wir es hier zu einer Variablen und sagen Players Turn gleich Players Move. Und das gucken wir uns mal an. Please enter a field to place your next token. F4. It's Player 2's turn. Das hat schon mal funktioniert. Please enter a field to place your next token.
E3. It's Player 3's turn. Ups. Wir haben also immer dann, wenn ein Spieler gezogen hat, erhöhen wir die Anzahl von dem, die Nummer des Spielers, der am Zug ist, erhöhen wir um 1. Und das ist nicht begrenzt. Also in jedem Zug erfindet er jetzt einen neuen Spieler mit einer höheren Zahl. Und wir setzen auch immer noch jedes Mal den Spielstein von Spieler 1. Also zwei Probleme, die wir beheben müssen. Das eine, hier können wir natürlich mit einem if arbeiten, also if players turn gleich 1, dann return 2, if players turn gleich 2, dann return 1, das wäre eine Möglichkeit. Kürzer und eleganter ist es, den Modulo-Operator zu benutzen, den wir im dritten Video dieser Reihe kennengelernt haben, indem wir sagen, teile also die Zahl, die du hast, durch 2 und guck dir an, welcher Rest übrig bleibt. Also 1 modulo 2 wäre 1 und 2 modulo 2 wäre 0. Hier springen wir also von der 2 zurück auf die 0 und dann zählen wir 1 dazu und kommen bei Spieler 1 raus. Dadurch ist das Ergebnis, wenn wir Spieler 1 waren, ist dann Spieler 2 dran und wenn wir Spieler 2 waren, ist Spieler 1 dran. Das macht diese Formel. Probieren wir es aus. F4, Player 2's Turn. E3, Player 1's Turn. Cool, der Teil funktioniert. Jetzt setzen wir hier noch immer den Spielstein von Spieler 1. Auch das können wir entweder mit einem if lösen. Also if Players Turn gleich 1, dann nimm Player 1, else nimm Player 2. Das ist eine Möglichkeit, das zu machen. Die andere Möglichkeit ist, die beiden Spielsteine wieder in eine neue Liste zu stecken und dann über den Index darauf zuzugreifen. Aber ich glaube, das ist ganz gut leserlich hier. Also if Players Turn 1, dann nimm den Player 1 Spielstein, sonst nimm den Player 2 Spielstein. Probieren wir mal. Please enter a field to place your next token, F4. Und dann gehen wir auf G4. Und es hat funktioniert. Also solange Spieler 2 dran ist, wird der Kreis gesetzt. Wenn Spieler 1 dran ist, dann wird das Kreuz gesetzt. H3. Cool. Dann stoppen wir das Spiel mal und gucken uns nochmal unsere Anforderungen an. Immer ein Spieler ist im Zug, darf einen Stein platzieren. Cool. Haben wir. Alle gegnerischen Steine zwischen dem platzierten Stein und dem bereits liegenden Stein werden umgedreht. Okay, das ist, glaube ich, das Komplizierteste. Spiel endet, wenn kein legaler Zug mehr möglich. Da müssen wir also auch schon für wissen, wann Steine umgedreht werden, weil nur dann, wenn wir wissen, wann Steine umgedreht werden, können wir auch wissen, welche Züge legal sind. Und Spieler mit den meisten Steinen am Spielende hat gewonnen. Ich glaube, das können wir jetzt am leichtesten implementieren. Also, wir wollen nach der Schleife checken, wer der Gewinner ist. Check Winner. Und ich klappe mal die Players Move Methode zu. Fun Check Winner mit E. Check Winner.
Und was soll hier drin passieren? Wir wollen wissen, val number of tokens for player 1. Und ich setze es mal kurz auf 0. Val number of tokens for player 2. Und dann vergleichen wir und sagen, if number of tokens for player 1 größer number of tokens for player 2. Println Player 1 wins with number of tokens for player 1 over number of tokens for player 2. Andersrum, else if number of tokens for player 2 ist größer Number of Tokens for Player 1. Da können wir die Zeile kopieren und nur die Zahlen umdrehen. Also Player 2 wins with 2 over 1. Und wir haben noch einen Else-Fall, nämlich wenn beide gleich viele Steine haben, dann Println. It's a tie with number of tokens each. Cool. Ich denke, das funktioniert. Na, wir haben noch nicht gezählt. Es funktioniert noch nicht. Was ich gerade sagen wollte, ist, ich denke, es funktioniert, aber wir haben noch das Problem, dass wir die Checkwinner momentan nie ausführen, weil das While True ja niemals das Spiel beendet momentan. Da wollte ich hier kurz schummeln und sagen, wir kommentieren mal die Schleife aus und gucken nur, was die Check-Winner-Funktion macht. Ob die tut, was wir erwartet haben. F4. It's a tie with zero tokens each. Ja, kein Wunder. Wir zählen noch nicht wirklich, sondern wir setzen gerade alles auf 0. Also müssen wir jetzt zählen. Und dafür müssen wir wieder über das ganze Board gucken. Board.forEach line machen wir line. For each field. Und jetzt bauen wir uns eine Zählvariable. Var counter gleich 0. Und jedes Mal, wenn wir einen Stein finden, Player 1, dann erhöhen wir den Counter um 1, also Counter plus plus. Ich habe jetzt hier einen extra Counter geschrieben und nicht die Variable benutzt, weil wir das hier zweimal brauchen. Wir brauchen das für jeden Spieler einmal. Und wenn wir Code zweimal ausführen müssen, dann heißt das immer, wir müssen uns eine eigene Funktion dafür schreiben. Fun count for player. Da schiebe ich den Code mal rein. Den hier, den ich gerade geschrieben habe. Und am Ende wollen wir natürlich den Counter return Counter. Dafür braucht diese Funktion hier den Rückgabewert Integer. Und hier vergleiche ich immer mit Player 1. Das geht natürlich nicht, sondern wir müssen für unterschiedliche Spieler zählen können. Also sage ich Token String. Ich glaube, es ist ein String, oder? Ja. Player 1 und Player 2. Und jetzt vergleichen wir nicht mit Player 1, sondern vergleichen mit dem
Token, der hier reingegeben wird. Das heißt, wir können Number of Tokens for Player 1 sagen, Count for Player 1. Und hier sagen wir Count for Player 2. Cool. Ausführen. Wir setzen wieder auf F4 und danach kommt Player 1 wins with 3 over 2. Also wir haben hier noch einen Stein hingesetzt, deswegen hat der Spieler 1 jetzt 3 Steine und Spieler 2 hat nur 2 Steine. Es wäre schön, wenn das Board am Ende auch nochmal ausgegeben wird, nach dem letzten Zug. Also unser Count for Player funktioniert und unsere Check Winner Function funktioniert auch. Wir haben nur das Problem, dass sie normalerweise noch nicht ausgeführt wird, weil wir in einer Schleife sind, die nie beendet wird. Das sagt uns die IDE hier auch, Unreachable Code. Also dieser Code wird momentan niemals ausgeführt. Aber es war der kleinstmögliche Teil, den wir jetzt bauen konnten. Also die Anforderung haben wir. Spiel endet, wenn kein legaler Zug mehr möglich. Das können wir erst implementieren, wenn wir wissen, was legale Züge sind. Also wenn wir wissen, wie Steine umgedreht würden. Also müssen wir jetzt zu dem komplizierten Teil kommen und tatsächlich Steine umdrehen. Gehen wir mal nach unten zu Players Move. Hier wird das ja passieren. Momentan setzen wir einfach nur den Stein. Und wo passiert das? Hier. Hier setzen wir den Stein. Was jetzt noch passieren muss, ist Check in every direction. Und wir prüfen in jede Richtung. If there is an opponent's token, and if yes, if there is an own token behind it. Deswegen ist das ein bisschen kompliziert. Wir müssen in jede Richtung checken und wir müssen in jede Richtung überprüfen, ob da jetzt ein gegnerischer Stein liegt und wenn ja, ob dahinter leer ist oder ein eigener oder ein gegnerischer. Und wenn da wieder ein gegnerischer liegt, dann müssen wir nochmal dahinter gucken und so weiter und so fort. Also das ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen wieder versuchen, das runterzubrechen auf einfachere Fälle, weil wir das hier nicht alles auf einmal implementieren können. Ich würde sagen, wir lassen das Check in every direction erstmal einfach weg und checken nur nach links. Dann können wir immer mit unserem einen Beispiel arbeiten. Und wir ignorieren erstmal auch den Fall, dass da mehrere Gegnersteine hintereinander liegen können und kümmern uns nur um den ersten Fall, den wir hier haben. Wir platzieren hier einen Stein und checken, ob hier ein eigener oder ein gegnerischer liegt. Also, wir müssen das Feld überprüfen, das in der gleichen Line liegt, aber das in der Column davor liegt. Nennen wir das mal val token to check. Und wenn wir einen ganz einfachen Fall nehmen, wo wir gar nichts überprüfen, drehen wir den jetzt einfach auch noch um. Token to check gleich Player 1. Also wir drehen ihn gerade auf Player 1 um. Das macht er nicht mit, also wir müssen nochmal den Teil hier kopieren. Wir drehen in dem Board das Feld um. Und das würde jetzt für den einen Zug schon funktionieren. Ist natürlich noch nicht richtig, aber
F4. Wir drehen jetzt gerade den hier um. Jetzt seht ihr wieder, wir drehen ihn fest auf Player 1 um. Wir brauchen also eigentlich wieder den Code hier, der sagt, naja, wenn du gerade Spieler 2 bist, dann dreh ihn auch bitte auf Spieler 2 um, sonst funktioniert das ja nicht. Ich zeige mal hier, wenn wir auf F5 als Spieler 2 platzieren, dann würden wir jetzt erwarten, dass er den auf Spieler 2 umdreht, den hier. Und das macht er nicht, weil wir hier eben noch Player 1 zu stehen hatten. Da dieses if hier wieder doppelter Code ist, lasst uns das in eine eigene Funktion schieben. Also schreiben wir eine Funktion fun current players token. Da brauchen wir players turn und dann returnen wir genau diesen Code. Player 1 als Player 2. Ah, wir müssen ihm sagen, dass er bitte einen String zurückgibt, sonst funktioniert das nicht. Und das heißt, hier nehmen wir Current Players Token und da unten auch. Das heißt, diese Funktion rechnet uns immer aus, was der Spielstein vom aktuellen Spieler ist. Ich führe das mal aus. Also wenn wir auf F4 platzieren, dreht er den Stein hier um. Und wenn wir dann als Spieler 2 auf F5 platzieren, dann dreht er den da um. Okay, das ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Er dreht jetzt allerdings immer um, ohne zu checken, ob er den überhaupt umdrehen darf. Das heißt, wenn ich als Spieler 1 jetzt auf G5 gehe, dann dreht er den Stein links davon einfach um, obwohl das falsch ist. Also Spieler 1 hat ja hier hinten gar keinen Stein. Das heißt, der darf gar nicht umgedreht werden. Wir müssen also erstmal checken, ob der Stein links von dem Token to check ein eigener ist. Also val next token to check ist gleich board line column minus 2. Und wir sagen, if next token to check gleich current players token, dann nur dann drehe den Stein dazwischen um und sonst nicht. Jetzt sehe ich gerade, dass wir ständig diese Current Players Token aufrufen. Lasst es uns doch in eine Variable schreiben. Val Current Players Token gleich Current Players Token und dann können wir hier immer diese Variable benutzen, anstatt die Funktion immer aufzurufen. Wahrscheinlich brauchen wir eigentlich nicht mal die Funktion, sondern es würde reichen, die Variable einmal zu berechnen. Habe ich mich hier ein bisschen vertan, aber ist jetzt auch okay so. Also, wenn der Stein links davon ein eigener ist, nur dann drehen wir um. Probieren wir das mal. Enter a field to place your next token. Also, wenn wir als Spieler 1 auf F4 gehen, müsste er weiterhin umdrehen. Und wenn wir aber als Spieler 2 auf G4 gehen,
dann darf er nicht umdrehen, weil dahinter liegt ja kein eigener. Richtig. Cool. Dann haben wir aber immer noch eine Schwäche. Wir gucken zwar, ob der übernächste Token ein eigener ist, aber wir gucken gar nicht, ob der dazwischen ein fremder ist. Ich schau mal, ob wir das irgendwie zeigen können. Ich setze den Player zweimal, den Player 1 mal irgendwo hin. Player 2 setze ich auch irgendwo hin. Und jetzt ist Player 1 dran. Wenn wir hier hinsetzen auf G5, denke ich, drehen wir momentan das leere Feld in Anführungszeichen um und setzen da einen Stein hin, weil wir haben es nur so programmiert, dass er den übernächsten checkt. Das ist ja von hier aus gesehen der übernächste. Der ist ein eigener und dann setzt er hier einen eigenen Stein hin. Zack. Obwohl er das gar nicht darf. Also da wäre in Wirklichkeit ein. Da ist eine Lücke. Also da kann er dann keinen eigenen Stein hinsetzen. Wir müssen also hier sagen: If Token to check ist Opponents Token und der Next Token to check ist der eigene Token. Also die doppelten kaufmännischen Und-Zeichen sind ein logisches Und in Kotlin. Wir müssen also prüfen, ob beides stimmt. Jetzt wissen wir noch gar nicht, welches der Opponents Token ist. Also wir wissen es, aber unser Programm berechnet es noch nicht. Val Opponents Token ist gleich. Und wir brauchen ähnlichen Code wie bei Current Players Token. Bloß andersrum. If Players Turn gleich. Und dann machen wir es so. Wenn es Spieler 2 ist, dann ist Opponents Token Player 1 und andernfalls ist es Player 2. Ich glaube, ich schmeiße unsere Funktion hier unten doch noch weg und ersetze das gleich durch den Code da oben. Dann haben wir es schön an einem Platz. Die Funktion brauchten wir nur einmal. Wir müssen das nur einmal als Variable ausrechnen und dann können wir die Variable immer benutzen. Okay, check in any direction machen wir nicht. Wir checken bisher nur nach links. If there is an opponent's token and if yes, there is an own token behind it. Das machen wir schon. Also, please enter a field to place your next token. Wenn wir jetzt als Spieler 1 auf G5 gehen, dann hat er ja eben noch auf das leere Feld einen Token gesetzt. Das macht er jetzt nicht mehr. Der Zug ist zwar nicht legal, darum müssen wir uns später noch kümmern, aber zumindest setzt er da jetzt keinen Token mehr. Player 2's Turn. Player 2 setzen wir mal auf F4. Und jetzt haben wir noch die Sache, wenn Player 1 auf G4 setzt, dann prüfen wir momentan nur, ob hier dahinter ein eigener Token liegt und ob wir den hier umdrehen. Nach den Regeln von Reversi können wir aber auch mehrere Steine umdrehen, wenn irgendwo dahinter noch einer liegt. Das heißt, wenn wir jetzt als Player 1 auf G4 setzen, dann müsste er jetzt alle hier umdrehen und das passiert nicht, weil momentan checkt er nur den nächsten. Wir müssen also irgendwie Next Token to check in eine Art Schleife umwandeln, dass er prüft, ob es der nächste oder übernächste oder überübernächste ist. Also wir müssen das Ganze nicht nur mit Column minus 2 checken, sondern wir müssen das mit allen Columns checken bis zum Spielfeldrand. Und dafür brauchen wir natürlich eine Schleife. Also for i in und dann legen wir los bei 2 bis zur Nummer unserer Spalte. Also wenn wir in Spalte 6 sind, wollen wir checken, ob die 4 oder
die 3 oder die 2 oder die 1 oder die 0 ein eigener Stein sind. Und die 0 kriegen wir, wenn wir Column minus Column rechnen. Das heißt, ich schiebe den Code, nee, ich schiebe ihn nicht rein, ich kopiere mir nur das hier. Line Column minus i. Jetzt checkt er ja über die Schleife jede Spalte. Und wir wollen jetzt wissen, ob er irgendwo da einen eigenen Token gefunden hat. Also, lass uns eine neue Variable hier erzeugen. Own Token found. Und die setzen wir erstmal standardmäßig auf false. Und sagen, wenn du irgendwann einen findest, der ein eigener Token ist, dann setze own token found auf true und hör auf weiterzusuchen. Wir brauchen dann nicht mehr gucken. Sobald wir den ersten eigenen Stein gefunden haben, brauchen wir nicht mehr gucken. Und jetzt ändern wir die Bedingung hier ab. Wir checken also nicht mehr nur den nächsten Token, sondern wir überprüfen einfach, ob er einen eigenen Token gefunden hat zwischen dem, den wir umdrehen wollen und denen dahinter. Führen wir das nochmal aus, um zu gucken. Also sagen wir als Player 1 setzen wir auf F5. Jetzt haben wir hier die Situation, die wir testen wollen. Und jetzt setzen wir auf G5 als Spieler 2. Und jetzt erwarten wir, dass er nicht mehr nur hier guckt, sondern auch hier guckt und deswegen den Stein umdreht. Enter a field to place your next token. G5. Und er hat's gemacht. Also er hat jetzt gefunden, dass hier hinter noch ein Stein kommt, ein eigener, und dass er deswegen umdrehen darf. Jetzt wollen wir natürlich nicht nur den Stein umdrehen, sondern alle bis zum eigenen Token. Wir müssen also hier drin wieder so eine Art Schleife schreiben. Ich lösche das hier mal raus. Und wir sagen for i in 1 bis Column. Wenn wir jetzt einen gegnerischen Stein hier haben, if board line column minus i ist ein gegnerischer Token, dann wollen wir board line column minus i minus i umdrehen, also own token. Current Players Token heißt es. Und wenn wir dann aber irgendwann so weit nach links gegangen sind, dass wir wieder einen eigenen Stein finden, dann wollen wir die Schleife verlassen, also Break, und nicht mehr weitermachen. Please enter a field to place your next token. Okay, ich setze wieder auf F5 als Spieler 1, damit wir diese Situation haben, die wir testen wollen. Und jetzt setze ich auf G5 als Spieler 2 und es funktioniert. Er dreht alle Steine links davon um. Sehr schön. Dann sind wir schon wieder einen Schritt weiter.
Also er dreht jetzt nicht nur den Stein links davon um, sondern er guckt so weit nach links wie möglich. Jetzt setze ich mal als Spieler 1 auf C5. Das ist eigentlich nicht erlaubt, aber wir verhindern es noch nicht. Und als Spieler 2 setze ich irgendwo hin, ist mir egal. Und jetzt testen wir nochmal, was passiert, wenn wir als Spieler 1 hier hinsetzen. H5. Dann dreht er alle um, perfekt. Und wenn wir als Spieler 2. Oh, wir haben. Momentan können wir noch einfach auf andere Steine draufsetzen. Das haben wir auch noch gar nicht verhindert. Ich setze als Spieler 2 auch einfach mal auf H5. Und er dreht nichts um, weil er die ganze Zeit nach links weiter prüft, ob da irgendwann ein eigener Stein kommt. Und wenn nicht, dann dreht er nichts um. Oh, eine Sache könnte noch kaputt sein, die wir testen müssen. Ich setze mal als Spieler 1 auf irgendwo hin, ist mir egal. Als Spieler 2, ich setze mal auf A5. A5, dann haben wir eine Lücke. Ups. Was ist jetzt passiert? Ich darf nicht auf A5 setzen. Index out of bounds exception. Oh, wir haben hier ein Problem, nämlich wenn wir in die Reihe A setzen, dann überprüft er mit Column minus 1 die Reihe minus 1 und die gibt es nicht. Also wir dürfen nach links nur überprüfen, wenn wir nicht in Reihe A sind. Okay, das ist noch ein anderes Problem. Bevor wir weitermachen können, glaube ich, müssen wir unseren Code mal ein bisschen aufräumen. Das wird hier ziemlich lang und unübersichtlich, Players Move. Und wir sind ja noch nicht mal fertig. Hier sagt mir die IDE, diese Variable wird niemals benutzt. Die brauchten wir mal zwischendurch, aber jetzt nicht mehr. Also lösche ich sie mal. Und jetzt haben wir hier oben den Code, der einfach nur den Spieler auffordert, einen Stein zu setzen. Der hat nicht so viel mit dem hier unten zu tun. Hier unten finden wir raus, welches die beiden Token sind. Und dann checken wir momentan nur nach links. Und hier unten returnen wir den Spieler, der als nächstes am Zug ist. Den Teil können wir noch ein bisschen verschönern hier. Val next player gleich. Und dann schieben wir das hier hoch und return next player. Das macht dasselbe, liest sich aber besser. Also wir wissen, was wir hier ausrechnen, wenn wir das next player nennen. Aber der ganze Code hier, der ist dafür zuständig, nach links zu prüfen, welche Steine umgedreht werden. Der hier, die Zeile, setzt den Stein. Das place token at given position. Und jetzt nehme ich den ganzen Code, der nur dafür zuständig ist, nach links zu prüfen und Steine umzudrehen. Schneide ich aus und schiebe den in eine neue Funktion. Fun. Place, nicht place, sondern check to the left and turn tokens. Den füge ich hier ein. Jetzt ist er rot, weil er die ganzen Parameter nicht kennt. Wir brauchen also line int. Column int current players token string und opponents token ist auch ein String. Up. String. Dann funktioniert das hier. Und hier oben benutzen wir die Funktion. Wir sagen also check to the left and turn tokens. Und übergeben line
column current players token opponents token. So, das ist ein bisschen aufgeräumter. Das hier unten haben wir gerade getestet, das funktioniert alles. Ich kommentiere das für uns noch ein bisschen, weil es sonst so schwer lesbar ist. Also hier versuchen wir rauszufinden, check if there is an own token to the left token somewhere to the left. Und hier sagen wir, turn over the tokens to the left until own token. Okay, jetzt brauchen wir im Prinzip dasselbe, auch um nach rechts zu gucken, richtig? Wir machen das mal, indem wir diese Check-to-the-left-Methode einfach kopieren und einfügen. Wir nennen sie dann Check-to-the-right. Und keine Sorge, so wird es nicht bleiben. Aber das hilft uns, um eine Idee zu bekommen, wie wir eine allgemeine Methode schreiben können, die in beide Richtungen checken kann. Also das wäre dann ja, um nach rechts zu checken, Column plus 1, Column plus i, Column plus i und Column plus i. Und wir müssen hier nicht mehr, die Schleife muss nicht mehr bis zur Anzahl der Columns gehen, sondern wir brauchen die Information, wie viele Columns noch bis rechts übrig sind. Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Stellen wir uns vor, wir setzen in Column 2, also C. Dann wollen wir nach rechts checken von 2 bis, also von Column plus 2 bis Column plus 3, Column plus 4, Column plus 5. Wenn wir in Column 2 sind, müssen wir bis zur 5 die Schleife machen. Und das bedeutet 7 minus Column wäre die Formel. Also wenn wir in Spalte 5 sind, dann wollen wir nur die Column plus 2 checken. 7 minus 5 sind 2, dann haben wir eine Schleife von 2 bis 2, das passt. Wenn wir in Column 1 sind, müssen wir checken von 2, 3, 4, 5, 6, also 7 minus 1 sind 6. Also 7 minus Column ist die richtige Formel hier. Und, ups, nicht suchen, sondern kopieren. Hier unten genauso. Zack. Okay. Ich gehe mal hier hoch, wo wir unsere Check to the Left und Turn Tokens haben. Und ich sage Check to the Right und Turn Tokens. Line, Column, Current Players Token, Opponents Token. Und jetzt führen wir das mal aus und testen das ausgiebig, ob das tatsächlich so einfach ist. Please enter a field to place your next token. Ich möchte jetzt als Spieler 1 auf C5 gehen und würde erwarten, dass sich der auf D5 dreht. Okay, hat funktioniert. Dann als Spieler 2 möchte ich auf B5 gehen und ich würde erwarten, dass sich nichts dreht. B5. Passt. Als Spieler 1 gehe ich jetzt auf A5 und möchte den wieder umgedreht haben.
funktioniert nicht. Wir kriegen immer noch einen Absturz, wenn wir in die Reihe A setzen. Das ist aber kein Problem. Ich möchte noch mal testen, ob wir auch mehrere nach rechts umdrehen können. Wir wissen schon, dass wir mehrere nach links umdrehen können. Ich gehe als Spieler 1 auf C4 und jetzt gehe ich als Spieler 2 auf B4. Und wir drehen beide um. Cool. Also durch dieses Kopieren und die kleine Anpassung haben wir es geschafft, dass das, was nach links funktioniert, jetzt auch schon nach rechts funktioniert. Aber wir haben doppelten Code und der ist sogar ziemlich kompliziert. Deswegen wird es sehr, sehr schwer, das Programm zu lesen, wenn wir jetzt keine allgemeine Lösung finden, die in beide Richtungen funktioniert. Und dazu vergleichen wir jetzt mal die beiden Funktionen, die wir hier geschrieben haben. Ich mache das Reversi, ich sage hier Split Vertically und klappe das hier links mal zu. Dann sehen wir die Datei zweimal nebeneinander. Einmal möchte ich die Left sehen und einmal möchte ich die Right sehen. Dann können wir es gut vergleichen. Check to the right und check to the left. Also der Unterschied zwischen den beiden Methoden ist, dass hier ein Plus und hier ein Minus steht. Dann haben wir den Unterschied, dass hier Column steht und 7 minus Column. Dann haben wir wieder ein Plus statt einem Minus, Plus statt Minus und Column und 7 minus Column. Es sind eigentlich nur zwei Unterschiede zwischen den beiden Funktionen. Und wenn wir die beiden Funktionen aneinander angleichen können, dann können wir vielleicht eine davon löschen und haben eine allgemeinere Form. Wie kommen wir denn von einem Minus auf ein Plus? Wir können nicht als Parameter ein Vorzeichen hier reingeben. Aber was wir reingeben können, ist ein Faktor. Und das probieren wir mal aus. Ich sage hier mal, das hier ist die Funktion mit dem Faktor minus 1. Und das hier ist die Funktion mit dem Faktor 1. Jetzt kann ich diese minus 1 hier ersetzen durch plus 1 mal Faktor, richtig? Dadurch, dass der Faktor noch minus 1 ist, bekommen wir hier genau dasselbe. Also die minus 1, die wir vorher hatten, ist dasselbe wie 1 mal Faktor minus 1. Und hier drüben bei plus kann ich sagen plus 1 mal Faktor. Und da der Faktor hier positiv ist, bleibt das auch noch gleich. Und dasselbe kann ich machen hier unten. Minus i ist dasselbe wie plus i mal Faktor. Und plus i ist hier, weil der Faktor positiv ist, dasselbe wie plus i mal Faktor. Also ich mache es gerade etwas komplizierter, aber ihr seht, wie der Code danach auf beiden Seiten gleich aussieht. Plus i mal Faktor. Und er sieht auf beiden Seiten gleich aus, ohne dass ich ihn inhaltlich verändere. Mathematisch gesprochen, ich versuche auf beiden Seiten umzuformen, ohne die Funktion zu verändern, sodass der Code danach auf beiden Seiten gleich ist. Und das ist die Voraussetzung, dass ich eine allgemeinere Funktion statt der beiden spezifischen habe und in die allgemeine kann ich dann den Faktor einfach als Parameter reingeben. Jetzt muss ich mir einen ähnlichen Trick ausdenken für das hier. Nennen wir das mal Check Until. Und Check Until ist hier dasselbe wie Column. Ich tausche das also einfach nur mal aus hier. 2 bis Check Until. Und hier drüben sage ich Val Check Until gleich 7 minus Column. Und zack.
Jetzt habe ich auch wieder auf beiden Seiten denselben Code. 2 bis check until, 2 bis check until. Der Unterschied ist nur, dass check until sich in beiden unterschiedlich berechnet. Aber was ich erreicht habe, ist, dass ich nur hier oben in den zwei Zeilen einen Unterschied habe und darunter ist alles gleich. Ich muss noch die hier ersetzen, check until und check until. Jetzt könnt ihr Zeile für Zeile gucken. Alles, was hier unten ist, ist gleich. Richtig? Ich teste jetzt nochmal, um sicher zu gehen, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Also, wenn wir als Spieler 1 auf C5 gehen, dann dreht sich dieser mittlere Stein um, das haben wir erwartet. Wenn wir als Spieler 2 auf B5 gehen, dreht sich nichts um. Wenn wir als Spieler 1 auf, sagen wir, F4 gehen, dreht sich nichts um. Wenn wir als Spieler 2 auf F5 gehen, dann müsste sich jetzt nach links alles umdrehen. Okay, also wir haben gesehen, dass wir nach rechts umdrehen können und dass wir nach links umdrehen können. Das reicht mir jetzt als Test. Ich bin sicher, dass wir keinen Fehler gemacht haben, dass alles noch so ist wie vorher. Ich schließe diese Ansicht. Wir haben jetzt hier eine Check to the left and turn tokens und eine Check to the right to turn tokens, die fast identischen Code haben. Und das bedeutet, ich kann eine allgemeinere Methode schreiben. Fun check left or right and turn tokens. Die kriegt dieselben Parameter wie hier unsere spezifischeren Funktionen. Und dann kriegt sie außerdem factor und check until. Factor int check until int. Jetzt kopiere ich den gesamten Code hier raus. Zack. Und der funktioniert. Ich habe zwar diese beiden Zeilen weggelassen, aber ich habe ja gesagt, dass die beiden Parameter hier als Parameter reinkommen. Und das bedeutet, ich kann den Block hier ersetzen durch check left or right und and turn token und übergebe line column current players token opponents token und ich übergebe auch factor und check until. Und jetzt kommt das Wunderbare. Ich kann hochgehen zu der check left und dasselbe machen. Also check left und right sind eigentlich nichts anderes als zwei Aufrufe desselben Codes mit zwei unterschiedlichen Parametern. Das kann ich sogar noch weiter verkürzen. Ich schreibe hier Factor einfach direkt rein, minus 1, dann kann das hier weg. Und hier schreibe ich Column direkt rein, dann kann das hier weg. Und das bedeutet, da wo ich das hier aufrufe, kann ich auch gleich das hier aufrufen. Also check to the left and turn tokens ersetze ich durch check left or right mit minus 1 und column. Dann brauche ich das hier gar nicht mehr. Und das gleiche mache ich auch hier unten. Factor wird 1, check until wird 7 minus column. Dann brauche ich die beiden nicht mehr. Und dann kann ich check to the right and turn tokens ersetzen durch diesen Aufruf. Und dann kann ich die Funktion wegschmeißen. Jetzt habe ich nur noch eine. Ich habe nur noch zwei verschiedene Aufrufe von derselben Funktion. Nächste Frage ist, wie schaffen wir es, nach oben und unten zu checken? Momentan checken wir nur nach links und rechts.
Und ich würde sagen, wir gehen da wieder ähnlich vor. Wir kopieren uns unsere Check Left or Right und überlegen uns, was wir anpassen müssen, um nach oben und unten zu checken. Also Check Left or Right and Turn Token. Die habe ich jetzt kopiert und die zweite benenne ich um in Check Up or Down and Turn Token. Wenn ich nach oben oder unten checken will, dann muss ich ja nicht die Column erhöhen, sondern ich muss die Line erhöhen. Okay. Dann das gleiche hier. Ich muss nicht die Column erhöhen, ich muss die Line erhöhen. Und dasselbe hier, nicht die Column, sondern die Line. Und nicht die Column, sondern die Line. War es das wirklich schon? Okay, probieren wir es mal aus. Check up or down and turn token. Line, column, current players token, opponents token, factor, minus 1 und column. Ich denke, statt column müssen wir diesmal line übergeben. Das ist dieses Check Until, weil wir nur ausrechnen müssen, wie weit nach oben und unten er checkt. Und das dupliziere ich mal und analog zu hier oben sage ich 1 und 7 minus Line. Mal sehen. Wenn jetzt ein kleines Wunder geschieht, können wir schon nach oben und unten umdrehen. Also, prüfen wir mal, ob wir nach oben umdrehen können, indem ich sage, ich setze auf E3. Yes, das funktioniert. Player 2, jetzt will ich noch sehen, ob ich nach unten umdrehen kann. Geht noch nicht direkt. Ich setze mal auf E2. Spieler 1 setzt dann einfach irgendwo hin. F4 meinetwegen. Und als Spieler 2 setze ich jetzt auf E6 und gucke, ob sich nach oben alles umdreht. Ja, tut es. Cool, so einfach war das. Jetzt haben wir wieder zwei Funktionen, die fast gleich sind. Und ich spiele das Spiel nochmal, das wir eben gespielt haben. Ich vergleiche die Check Left or Right mit der Check Up and Down. Was ist denn eigentlich unterschiedlich? Wir haben hier das plus 1 mal Faktor in einer anderen Dimension. Das ist unterschiedlich. Und hier haben wir es in einer anderen Dimension. Und hier unten auch. Also wir tun dasselbe. Hier horizontal und hier vertikal. Ich versuche mal was. Ich benenne mal den Faktor um in Faktor horizontal. Ich benutze dazu Shift F6, damit er alle Vorkommen von dem von der Variablen gleichzeitig umbenennt. Hier drüben benenne ich das um mit Faktor vertikal. Okay. Wie ist es denn jetzt, wenn ich sage, ich führe das hier drüben auch ein, plus 1 mal Faktor vertikal, aber
Ich setze Faktor vertikal auf 0. Dann habe ich ja inhaltlich eigentlich nichts geändert, oder? Also hier stand vorher nur line. Und jetzt sage ich line plus 1 mal 0. Das ist immer noch nur line. Ist eine kompliziertere Schreibweise, aber inhaltlich identisch. Und hier drüben führe ich ein val-Faktor horizontal gleich 0. Und kopiere mir den Teil column plus 1 mal Faktor horizontal. Jetzt wird die Zeile ziemlich lang und ist nicht mehr so leicht zu lesen, aber ich habe schon erreicht, dass diese Zeile 77 auf beiden Seiten identisch ist. Probieren wir das hier weiter unten auch noch. Wir haben hier board line plus i mal Faktor vertikal. Line plus i mal Faktor vertikal. Und hier drüben haben wir column plus i mal Faktor horizontal. Column plus i mal Faktor horizontal. Ich habe wieder zwei identische Zeilen Code, die halt was Unterschiedliches machen, weil jeweils der eine Faktor 0 ist. Und hier unten auch noch plus i mal Faktor horizontal zu der Column zweimal. Und plus i mal Faktor vertikal zu der Line. So, jetzt habe ich für beide Funktionen identischen Code, bis auf die Tatsache, dass ich einmal Faktor horizontal übergebe und den Faktor vertikal auf 0 setze und bei der anderen andersrum. Ich glaube, das können wir auch noch verallgemeinern, indem wir in beiden Fällen beides übergeben lassen. Faktor vertikal int, dann brauchen wir ihn hier nicht mehr. Und hier Faktor horizontal nehme ich auch weg und lasse ihn auch von oben übergeben. Faktor horizontal int. Wichtig ist, dass in beiden Fällen Faktor horizontal und Faktor vertikal in der gleichen Reihenfolge da sind. Ich schließe das mal. Und jetzt fehlt hier noch der Faktor vertikal. Also für left and right muss ich horizontal auf 1 oder minus 1 setzen und den vertikalen auf 0. Und bei up and down muss ich den horizontalen auf 0 setzen und den vertikalen auf 1 oder minus 1. Okay. Und jetzt denke ich, habe ich zweimal exakt denselben Code, den ich nur mit unterschiedlichen Parametern aufrufe. Das heißt, ich benenne die ganze Funktion nochmal um mit Shift F6. Ich nenne sie nur Check and Turn Token und schmeiße die untere hier weg. Check Up and Down lösche ich einfach. Und Check und Turn Token wird jedes Mal aufgerufen, nur mit unterschiedlichen Parametern. Testen wir lieber mal, ob das noch funktioniert. Übrigens, ich mache mir keine Sorgen, wenn was nicht funktioniert, kann ich hier mit Rechtsklick Local History, Show History, mir von der IDE immer den alten Stand noch angucken. Also jetzt ist es hier auf der Computeruhr 5:04 Uhr. Ich könnte sagen, gehen wir mal zu 5 Uhr, also vor 5 Minuten, oder sogar 4:28 Uhr. Und mit Rechtsklick Revert kann ich immer jeden alten Zwischenstand wiederherstellen. Es ist ganz praktisch, wenn ihr euch mal ein bisschen vergaloppiert und 10 Minuten in die falsche Richtung arbeitet, könnt ihr nochmal zurückspringen zu einem Stand, der vorher funktioniert hat.
Ja, wir wollen gerade testen. Testen wir mal, ob wir noch nach unten umdrehen können mit E3. Ja, können wir. Testen wir, ob wir nach links umdrehen können mit F5. Ja, können wir auch noch. Dann testen wir, ob wir nach oben umdrehen können mit E6. Funktioniert. Und was haben wir jetzt noch nicht? Nach rechts umdrehen haben wir noch nicht. Setzen wir mal auf D5. Das müsste eigentlich verboten sein, aber das funktioniert ja trotzdem. Okay, nach dem Testen würde ich sagen, unser Code funktioniert noch. Und jetzt fehlt noch eine wichtige Sache, nämlich das diagonale Umdrehen. Und wenn ich unseren Code hier so sehe, ich bin mir nicht sicher, aber es könnte sein, dass wir es uns ganz einfach machen können. Ich dupliziere hier mal eine Zeile. Wenn wir Faktor horizontal und Faktor vertikal beide auf 1 setzen, check until 7 minus line. Faktor horizontal und vertikal beide auf 1. Das hieße ja, er geht in beide Richtungen höher. Vielleicht hilft uns das schon, dass wir nach rechts unten umdrehen können. Probieren wir mal. Nach rechts unten. Also wenn wir als Spieler 1 auf C4 setzen, dürfte er nichts umdrehen. Aber wenn wir dann als Spieler 2 auf B3 setzen, dann könnte es sein, dass er jetzt schon umdreht. Und er macht es. Seht ihr das? Den Stein hier auf C4 dreht er um. So einfach. Probieren wir das gleiche nochmal mit minus 1 und minus 1. Jetzt denke ich, dass wir nach links oben umdrehen können. Ich setze mal auf E6, da passiert noch nichts. Ich versuche es gleich mit Zweien. Also wir setzen zuerst mal auf F6 und der Spieler 1 soll einfach irgendwo hinsetzen, wo er nicht stört. G3. Ups. Auf G3 können wir nicht setzen. Oh je. Bug. Ich will trotzdem gerne mal testen, ob wir nach links oben umdrehen können. Also Spieler 1 setzt auf D6. Jetzt möchte ich hier auf C3 gerne Spieler 2 haben. Autsch! Da haben wir uns jetzt einen Fehler eingehandelt. Irgendwie funktioniert etwas gar nicht mehr so richtig. Das Check Until ist nicht ganz analog. Wir haben immer dann, wenn wir ein Minus haben, haben wir Check Until Column oder Check Until Line. Ich glaube, ich nehme das hier nochmal weg. Wir unterscheiden beim Check Until noch nicht zwischen Column und Line und das ist, glaube ich, ein Problem. Füge hier mal einen Zeilenumbruch ein, damit wir es lesen können. Wir benutzen Check Until für die Reihen und für die Spalten. Das Problem ist, wenn wir
Wenn wir minus 1 und minus 1 benutzen, also wenn wir nach links oben wandern und ich gebe hier line ein. Sagen wir, wir sind hier und ich möchte nach links oben, dann ist das okay, weil wir sind in Line 2. Wenn wir hier sind, in Line 5, dann checken wir nach da und dann versuchen wir hier außerhalb des Spielfeldrands zu gehen. Ich glaube, wir müssen hier das Minimum von Line und Column übergeben. Math.min Line Column. Also je nachdem, ob wir in einer kleineren Spalte oder Zeile sind, müssen wir unsere Schleife früher begrenzen. Probieren wir es nochmal. Also, unser Test war, als Spieler 1 setzen wir auf D6, als Spieler 2 setzen wir auf C3. Jetzt setzen wir als Spieler 1 auf, sagen wir, C6. Und jetzt wollten wir als Spieler 2 auf F6 setzen, um zu gucken, ob wir nach links oben umdrehen können. Und das funktioniert. Ja, also wir haben immer das Problem gehabt, dass wir außerhalb des Spielfeldrands kommen, wenn die Line größer ist als die Column. Und ich glaube, wir müssen auch hier math.max, also das Größere von beiden abziehen, damit wir nicht aus dem, ich mach's mal gleich, Line Column. Damit wir nicht aus dem Spielfeldrand rauslaufen. So, jetzt haben wir noch die andere Richtung, nach rechts oben. Rechts oben und links unten, das wird spannend. Wir checken für Faktor 1 minus 1 und für minus 1, 1. Und jetzt bin ich mir aber unsicher mit dieser Begrenzung hier, dass wir hier keinen Mist bauen. Ich glaube, das hier oben kann ich sogar umwandeln in 7 minus Line und 7 minus Column. Und dann nehme ich das Minimum davon. Und was ist hier das richtige Minimum? Wenn wir nach horizontal plus und vertikal minus, das heißt, wir checken nach links unten. Und ich will die Begrenzung von die 1 ist hier. Ich glaube, ich muss 7 minus Line und 7 minus Column machen. Aber ich habe jetzt gerade keinen logischen Überblick. Das finden wir nur durch Testen raus. Also können wir nach links unten umdrehen. Ich setze mal auf F3. Autsch. Ich drehe es einfach um, ohne jetzt groß darüber nachzudenken, warum das passiert. Und teste nochmal. F3. Okay. Als Spieler 2 setze ich auf F4. Und als Spieler 1 setze ich jetzt auf C6. C6. Ja, ich kann nach rechts oben umdrehen. Kann ich auch nach links unten umdrehen?
Ich gehe als Spieler 2 auf D6. Ja, kann ich auch. Cool. Das Umdrehen funktioniert. Das war ja ein harter Brocken. Ich nehme den Kommentar mal weg. Wir haben jetzt noch ein kleines Problem. Das Umdrehen haben wir gemacht. Spiel endet, wenn kein legaler Zug mehr möglich. Ja, das Spiel endet noch nicht, aber wir haben auch das Problem, dass wir momentan gar nicht überprüfen, ob ein Zug überhaupt legal ist oder nicht. Also wir können momentan noch auf andere Steine draufsetzen und wir können momentan auch noch Steine setzen, die überhaupt nichts anderes umdrehen. Das müssen wir also noch verhindern. Hier ist die Eingabeaufforderung, um einen Zug einzugeben. Und dieser Zug kann legal sein oder auch nicht. Ich würde sagen, wir müssen checken, ob der Zug legal ist oder nicht. Und das machen wir, indem wir sagen, is legal, false. Also standardmäßig ist ein Zug immer erstmal illegal. Das hilft uns für unsere While-Schleife. While not is legal. Bedeutet, wenn der Spieler einen illegalen Zug eingibt, dann wird er einfach nochmal aufgefordert, so lange, bis der Zug legal ist. Und is legal, fangen wir mal einfach an. Wir prüfen erstmal nur, ob das Feld schon belegt ist oder nicht. Also if board line column ist empty. Jetzt haben wir hier unten einen Fehler, weil Line und Column nur innerhalb von dem von der While-Schleife existieren. Wir müssen sie also hier oben schon deklarieren. Var Line irgendein Startwert. Var Column minus 1 und dann kommt das var hier weg. So, jetzt funktioniert es wieder. Okay, also wenn man einen besetzten Platz besetzen will, dann sollte jetzt eine neue Aufforderung kommen. Sagen wir mal, wir versuchen auf E4 zu setzen. Dürfen wir nicht. Auf E5 dürfen wir auch nicht. Aber auf F5 dürfen wir setzen. Okay, wir sind schon einen Schritt weiter. Wir erlauben nicht ein besetztes Feld zu besetzen, aber wir erlauben momentan Felder zu besetzen, die Felder zu besetzen, bei denen nichts umgedreht wird. Und das ist nach den Spielregeln verboten. Wie finden wir das jetzt raus? Also, is legal. Machen wir mal eine Funktion daraus. Fun is legal. Und die rufen wir hier auf. Is legal. Und wir geben genau das zurück, was ich da oben gerade ausgeschnitten habe. Jetzt sehen wir, wir müssen Line und Column als Parameter übergeben. Und wir müssen sagen, du gibst einen Boolean, also einen Wahrheitswert zurück, wahr oder falsch.
Und hier haben wir gesagt, Line und Column muss ich übergeben. So. Jetzt wollen wir rausfinden, ob der Spieler Steine umdrehen würde, wenn er darauf setzt. Das ist ja irgendwie ähnlich zu unserer Check-and-Turn-Token-Funktion. Die Check-and-Turn-Token-Funktion dreht die Steine direkt um. Aber jetzt wollen wir nur erreichen, dass wir wissen, ob wir Steine umdrehen würden. Ich kopiere die hier mal. Check and turn token. Check if token would be turned. Und das mit den Schleifen soll genauso funktionieren wie vorher. Wir müssen ja in alle Richtungen checken. Aber hier, wo wir den Stein tatsächlich umdrehen, würde ich einfach nur true zurückgeben. Return true. Und wenn wir die ganze Funktion durchlaufen haben, ohne jemals einen Stein zu finden, den wir umdrehen dürften, dann geben wir false zurück. Also gibt die ganze Funktion einen Boolean zurück. Check if token would be turned. Den Kommentar können wir hier mal löschen. Der ist auch hier oben inzwischen falsch, weil wir nicht mehr nur nach links checken. Check if token would be turned. Und in unserer isLegal-Function sage ich mal val is free. Da schieben wir das hier hin. Val is free. Und jetzt müssen wir in alle Richtungen checken, ob wir da einen Token umdrehen würden oder nicht. Das heißt, wir brauchen alle 8 Funktionsaufrufe. Und ersetzen die hier aber. Check if token would be turned. Val would turn token ist gleich. Und dann brauchen wir ganz viele Und-Zeichen. Nein, ganz viele Oder-Zeichen. Es reicht ja, wenn in einer Richtung mindestens ein Token umgedreht werden würde. Okay. Would turn token is free und would turn token. Jetzt brauchen wir noch current players token und opponents token. So, und die müssen wir hier oben noch übergeben. Current Players Token, Opponents Token. Haben wir die noch gar nicht. Dann müssen wir die auch schon mal ausrechnen. Das können wir hier vormachen. Opponents Token. So. Ja, testen wir mal. Enter a field to place your next token. F2. Nicht erlaubt. Okay. F5. Nicht erlaubt. F4 erlaubt. Sehr schön. Jetzt haben wir noch unseren Bug, dass wir Abstürze kriegen, wenn wir auf die äußeren Reihen setzen.
Lasst uns mal versuchen, dahin zu kommen. Also ich setze als Spieler 2 jetzt mal auf F3 und dann muss ich als Spieler 1 auf C5 und als Spieler 2 auf G4 und als Spieler 1 kann ich jetzt auf H4 setzen und wir stürzen ab. Das liegt daran, dass wir hier jetzt außerhalb des Spielfelds laufen, wenn wir in Spalte 7 sind und plus 1 rechnen. Also, wie wäre es hier mit einer Schutzbedingung? Wo wir sagen, falls das hier nochmal in innere Klammern größer ist als 7, dann returnen wir einfach von der Funktion und tun nichts. Oder das hier größer ist als 7. Und in die andere Richtung, also nach links und nach oben, müssen wir noch prüfen. Oder ob das hier kleiner ist als 0, kleiner 0, dann würden wir auch einen Absturz bekommen bei der minus 1. Oder das hier kleiner ist als 0. Dann machen wir einfach gar nichts. Und ich glaube, das brauchen wir in unserer Check-If auch. Sonst return check if token would be turned. Wie funktioniert das da? Hier geben wir mal false zurück und überprüfen gar nicht weiter. Okay, probieren wir es nochmal. Wir setzen auf F4, wir setzen auf F5, wir setzen auf G6, wir setzen auf G5 und auf H6. Und es funktioniert, kein Absturz mehr. H5, H4, scheint alles zu gehen. Und G4 dürfte nicht erlaubt sein. Cool. Jetzt fehlt noch eine Kleinigkeit, und zwar, wann ist das Spiel beendet? Das Spiel sollte beendet sein, wenn es keine legalen Züge mehr gibt. Wir müssen also vor jedem Zug, immer dann, wenn wir einen Spieler auffordern, einen Zug zu machen, überprüfen, ob es noch legale Züge gibt. Und das ist diese Schleife hier. While true.
benennen wir das mal while there is a legal move. Und die Funktion gibt es noch nicht. Also schreiben wir sie. Fun, there is a legal move. Und wie können wir das jetzt rausfinden? Ich glaube, wir müssen über alle freien Felder gucken und sehen, ob mindestens eins davon ein legaler Zug ist. Also board for each line, line for each field. Wie finden wir raus, ob er legal ist? Hier ist unsere isLegal. Die braucht Line und Column. Ah, da hilft uns unsere forEach-Schleife nicht weiter, leider. Das müssen wir mit einer For-Schleife machen. For Line in 0 bis 7. For line for column in 0 bis 7 machen wir folgendes: is legal line column. Jetzt brauchen wir current players token. Ich frage mich gerade, ob wir Current Players Token. Ja, okay, wir arbeiten nur mit den beiden Current Players Token. Also, there is a legal move. Wir brauchen Current Players Token. Und Opponents Token. Die haben wir hier noch nicht, also müssen sie irgendwie mit rein. Current Players Token String. Opponents Token String. Das heißt, wir müssen sie von hier aus mit reingeben. Hier haben wir sie aber auch nicht. Wo berechnen wir sie denn? In Players Move. Okay. Dann müssen wir das hier schon vorher berechnen. Also hier. Und wir machen das var. Jetzt können wir Current Players Token und Opponents Token mit reingeben. Ah, okay, und das fehlt noch. If is legal, also wenn wir mindestens einen legalen gefunden haben, geben wir true zurück. Und wenn wir durch die Schleifen durch sind und nichts gefunden haben, geben wir false zurück. Und dazu müssen wir sagen, diese Funktion liefert einen Boolean. So, was ist jetzt gerade das Problem? For hier, die geschweifte Klammer. Also wenn der Body von einer Vorschleife oder einem If nur eine Zeile lang ist, dann braucht man die geschweiften Klammern nicht setzen. Gut. Jetzt haben wir hier Current Players Token weggenommen. Das müssen wir also jetzt in Players Move mit reingeben. Players Move, Current Players Token, Opponent Players Token. Current Players Token ist ein String und
Opponents Token ist auch ein String. Und jetzt funktioniert wieder alles. Wir müssen nur innerhalb der Schleife das immer wieder neu berechnen, was jetzt Current Players Token und Opponents Token sind. Okay, und ich denke, das war's. Wir lassen unser Programm jetzt laufen, solange es noch einen legalen Zug gibt. Und danach sind wir fertig. Spielen wir das einmal durch. Dann können wir auch gleich sehen, ob wir noch irgendwelche Probleme haben. Also als Spieler 1 setze ich auf F4. Als Spieler 2 setze ich auf F3. Das dauert jetzt ein bisschen, das ganze Feld voll zu machen. Auf C5. Auf G4. Ich versuche jetzt nicht irgendwie besonders smart zu spielen als irgendein Spieler, sondern nur das Feld mal voll zu machen. G4. Nein, Spieler 1 darf G6. Spieler 2 auf F6. Spieler 1 auf E6. Ups. Ach, verdammt. Ja, wenn wir irgendetwas eingeben, was nicht, was kein valides Feld ist, dann haben wir momentan einen Absturz. Das ist natürlich nicht schön. While not is legal, column. Okay, also wenn die eingegebene Column Column größer 0 und größer gleich 0 und Column kleiner gleich 7 und Line größer gleich 0 und Line kleiner gleich 7 und das da stimmt. Oh, in Kotlin kann man einen Range-Check machen. Column in, cool. Dann machen wir das hier auch so. Line in 07. Okay, das verhindert also die Abstürze, wenn ich da aus Versehen 46 eingebe. Dann werde ich einfach neu gefragt. Okay, ich will jetzt doch nicht das Ganze durchtesten bis zum Ende. Das könnt ihr selber machen, das Video wird sonst zu lang. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht, obwohl es richtig lang und kompliziert war. Aber ich denke, ihr habt schön gesehen, wie wir so ein großes Problem, an dem wir 2 Stunden sitzen, jeweils in kleinere Schritte runterbrechen und eins nach dem anderen implementieren. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Mitmachen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.